Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind heute hier bei Samsung beim Gear S3 Event. Die haben euch eine neue Uhr vorgestellt und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ja, die Gear S3 sieht ziemlich genauso aus wie die Gear S2, hat aber ein paar wichtige Verbesserungen. Man muss ja auch dazu sagen, dass die Gear S2 eine ziemlich geile Smartwatch war. Wir haben hier immer noch ein rundes Display, das ist 1,4 Zoll oder so groß. Also eine relativ kleine Uhr, subtil. Allerdings gibt es dieses Jahr keine Frauenversion, also wirklich nur eine Männerversion, und zwar die Classic und die Founders Edition. Da ist gerade ein Handy runtergefallen, oder? Ich habe hier die Daten noch direkt auf den Blick. Die Uhr ist mal wieder wasserfest. Sie hat fast 1 GB RAM, nämlich 768 MB, 4 GB interner Speicher, das sind so klassische Daten. Und sie läuft natürlich wieder mit Samsungs eigenem Tizen. Und das Coole ist ja, dass sie ein drehbares Rad hat. Und damit kann man dann ganz verschiedene Funktionen auswählen, Anrufe entgegennehmen und so weiter. Weil sie hat ja auch einen Lautsprecher und Mikrofon, was ich persönlich sehr cool finde, weil meine Smartwatch hat sowas nicht. Samsung ist auch wieder mal besonders stolz darauf, dass ihre Uhr wirklich sehr aussieht wie eine Uhr. Also auf den ersten Blick soll man nicht erkennen können, dass man hier Nerd ist mit seiner Smartwatch oder so. Also das Ganze soll wirklich aussehen wie eine echte Uhr und es ist ihnen meiner Meinung nach auch sehr gut gelungen. Ganz besonders auch, weil es wieder ein Always-On-Display gibt, wie man das jetzt schon vom Note 7 oder dem Galaxy S7 kennt. Also das Zifferblatt ist wirklich immer an, ist ein AMOLED-Display und dadurch soll sie halt wirklich aussehen wie eine normale Uhr, aber halt eine intelligente Uhr. Samsung ist außerdem sehr stolz darauf, dass man die Armbänder mit jedem Uhrenarmband, das 22 mm hat, auf der Welt auswechseln kann. Ging davor ja nicht und das finde ich persönlich auch sehr cool, wenn man dann halt sein Lieblingsarmband an dieser Uhr verwenden kann. Und es gibt natürlich auch Samsung eigene Armbänder. Die sehen wirklich nett aus und so weiter. Ich bin mal gespannt, was da die Preise sind. Wann die Uhr genau erhältlich sein wird, weiß ich noch nicht. Ich schätze mal in den nächsten Wochen. Ich schreibe es euch in die Videobeschreibung, wenn ich es weiß. Und der Preis ist auch noch unbekannt. Allerdings schätze ich mal wieder so 350 Euro oder so sind, denke ich, da drin. Und es ist auch angemessen für das, was man bekommt. Abschließend kann ich also wirklich sagen, die Gear S3 ist eine bessere Gear S2, was mir persönlich sehr gut zusagt. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von der Uhr haltet. Und dann sehen wir uns auf weiteren IFA-Videos. Macht's gut, bis dahin. Ciao.